Nun haben wir das Jahr 2020 hinter uns. Die meisten von uns werden dem vergangenen Jahr wohl keine Träne nachweinen, sondern sie werden darüber glücklich sein, dass dieses so schwere Jahr endlich vorbei ist. Es hat der gesamten Menschheit genug Leid beschert. Und dennoch wird es viele geben, die doch weinen und trauern. Über den Verlust eines lieben Menschen, über den Verlust des Arbeitsplatzes, der Firma oder der finanziellen Sicherheit, über den Verlust von Kontakt und Nähe, von Liebe und Wärme, über all den Verlust, den die Pandemie uns gebracht hat. Der Silvestertag hat übrigens einen Tagesspruch, der den Übergang von diesem schweren Jahr in das neue Jahr mit einem zuversichtlichen Wort begleitet. Es steht im Psalm 31 und lautet: Meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ja, auch die zurückliegenden schweren Monate stehen wohl in Gottes Hand, auch wenn sie unendliches Leid bereitgehalten haben. Denn bevor der Psalmbeter sagt, meine Zeit steht in deinen Händen, klagt er über sein Leid und sagt: Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram und matt meine Seele und mein Leib. Mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist zerfallen und ich bin wie ein zerbrochenes Gefäß. Deutlicher geht's nicht. Leid und doch in Gottes Hand sein? Ja, der Glaube an Gott bewahrt uns nicht davor, dass wir trotzdem leiden und Angst haben. Das war vor 2500 Jahren beim Beter dieses Psalms nicht anders als heute. Und was uns der morgige Tag und die kommenden Monate des neuen Jahres bringen werden, wissen wir nicht. Die Ungewissheit, wann die Pandemie ein Ende haben wird, wird von weiteren Ungewissheiten, was dann noch alles passieren wird, fortgesetzt. Was bringt mir dann der Glaube, wenn er mich nicht vor all dem beschützt und bewahrt? Mir persönlich bringt der Glaube eines. Er bringt mir die Zuversicht, dass ich in allem Leid und aller Ungewissheit nicht allein bin. So kann ich mit dem Psalm beten: Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele. Ich darf also darauf vertrauen, dass Gott bei mir ist, dass er nicht nur mit mir lacht und sich freut über meine guten Zeiten, sondern dass er mit mir zusammen weint und meine Hand hält in meinen schweren Zeiten, so wie ich im Krankenhaus einem Patienten die Hand halte und ihn so tröste. Gott ist bei mir. Das gibt mir auch mitten in Angst und Leid wieder ein Stück Trost und Kraft. Und ich traue mich dann mutig, meine Schritte ins neue Jahr zu setzen, im Vertrauen darauf, dass meine Zeit wirklich in Gottes Händen liegt und seine Hände mich halten, was immer auch kommen mag. Meine Zeit steht in Gottes Händen. Das wünsche ich mir und Ihnen von Herzen. Ich möchte mit dem Segen schließen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes neues Jahr.